Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von SMBX Projekt Vorfall. Ja, ihr erinnert euch sicherlich noch an die letzte Aufnahme. Ja, und merkt ihr den Unterschied? Na, wo ist der Unterschied? Okay, es dürfte jetzt sehr leicht zu erkennen sein. Also die Kisten sind auf jeden Fall dunkler. Und wir haben eine neue Decke. Das ist doch schon mal etwas. Jetzt sieht es doch viel mehr aus nach Geisterhaus. Findet ihr nicht auch? Wenn wir auf den Busch hinsetzen, sieht es doch sehr viel mehr nach Geisterhaus aus und es macht sehr viel gruseliger. Boah. Nein, natürlich nicht. Wir gehen jetzt ernsthaft an die Sache ran. Und das bedeutet, dass wir hier auch ernsthaft weitermachen. Jo. Genau. Dann machen wir hier mal bei der Höhlendecke ein bisschen weiter hier. Also ich habe jetzt nicht viel gemacht. Ich habe hier noch mal ein bisschen verschönert hier. Moment. Da kann man doch hier noch ein bisschen... Ich habe gerade richtig viele schöne Ideen, was man so alles machen kann hier. So, wir machen hier mal ein bisschen Raster rein. Dann können wir hier so ein bisschen hier so ein paar extra Blöcke reinmachen. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen schäbiger aus. Ob es Sinn macht, ist natürlich die andere Frage, aber Mario-Spiele. Da könnt ihr nicht erwarten, dass ich irgendwas einbaue, was Sinn ergibt, also so gesehen. Jo, das passt dann soweit und machen wir hier unten dann auch noch sowas irgendwie in der Art hin. Ja, machen wir das mal so. So, dann bauen wir hier. Dann haben wir auch so eine gewisse Levelstruktur hier. Ja, und das ist perfekt. Diese Lücke bauen wir einfach hier noch ein paar Steinchen rein. Jo. Dann baue ich hier noch einen rein und dann können wir weitermachen. Ja. So einfach ist die Sache. Gut, dann fangen wir hier noch bei der Decke. Machen wir hier noch ein bisschen weiter. Ja, ich mache mal die Decke ein bisschen so. Weil ich habe gerade noch eine bessere Idee. Das mag ich immer so gerne. Ich verwebe immer die Sachen miteinander. Das ist so... Das habt ihr vielleicht bemerkt bei meinem einem SMBX-Level, oder? War bei Twilight Red Desert, ich muss mich gerade erinnern, habe ich da versucht, die Dinge miteinander zu verweben? Ja, ich glaube schon. Habe ich auch gemacht. Weil das ist irgendwie so... Das mag ich auch irgendwie so ein bisschen. Weil das hat dann irgendwie auch den Eindruck, ja, als... Na, ich weiß nicht. Hatte irgendwie schon den Eindruck, als hätte man sich dabei... Gut, jetzt war nicht zwingend was dabei gedacht, aber... Es wirkt dann schon meistens so... etwas professioneller, sag ich mal. Und... dann nutzen wir doch die Sachen gleich mal. So. Nur nochmal zur Sicherheit. Ja, das sieht doch gut aus. Das Level hier auch noch so seinen eigenen Stil. Und wir haben hier noch bei Cave. Ja. Ich muss mich übrigens hier an dieser Stelle nochmal bei ProDude bedanken. Also hier wirklich herzlichen Dank, dass ich die Teile aus deinem Projekt benutzen darf. Ja gut, du hast ja selber gesagt, die hast du ja selber auch dann wieder aus irgendwelchen anderen Projektpaketen entnommen. Also... Wenn du die genauen Namen weißt und dergleichen, dann werde ich die natürlich auch in die Credits mit einfügen. Das ist kein Problem dann für mich. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Insofern, wenn du Namen zu nennen hast, Wortlud, nenn es sie ruhig. Ich werde diese Leute auf meine Tötenliste setzen. Nein, natürlich nicht. Und ja, das nächste, was ich dann noch fragen würde, wäre, was haltet ihr eigentlich von meinem YouTube-Projekt? Ich frage an dieser Stelle jetzt mal alle, außer Brodude, weil Brodudes Meinung kenne ich schon dazu. Der hat gerade eben schon reingeschrieben, dass er das total super findet und dergleichen. Ja, also er hat zumindest ein schlechteres gesehen. Also ich gebe jetzt auch selber zu, das war jetzt mehr so eine kleine Fun-Aktion. Ich zähle das jetzt auch nicht so wirklich als Video. Ja, aber ihr könnt mal selber gucken. Wenn ihr wollt, ich kann noch mehr davon machen. In Zukunft, also sagt ruhig Bescheid. Wenn es gut angekommen ist, dann bin ich gerne bereit, da auch weiteres zu machen. So, dann machen wir das. Nein,
Beispiel ja beim Ghost House. Hier würde ich noch einen Block dazwischen setzen. Ja. So, es macht zwar vielleicht das Castle jetzt nicht unbedingt besser, aber mir gefällt es. Vor allem das Castle auch, das ist ja doch ein Geisterhaus. So. Hier nochmal so ein bisschen. Falsches Eckteil, das will ich, genau. Dann müsste das hier schwimmen. Ja, perfekt. Oh, das passt doch so alles. Perfekt. Gut, ich werde hier noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, natürlich. Das erwartet ihr ja jetzt natürlich auch, dass ich da jetzt noch so total krasse Dinger da wie am Anfang einbaue, schätze ich mal. Vielleicht auch nicht, ich weiß ja nicht. Also, wenn, dann schreibt es nochmal in die Kommentare. Und falls ihr extra Wünsche habt noch und dergleichen, dann schreibt das bitte auch mal rein. Also, das interessiert mich immer ganz gerne. Was wollen meine Fans sehen, was nicht und bla 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 bla. Das finde ich immer ganz interessant eigentlich auch zu erfahren, weil da kann man sich dann auch viel besser darauf einstellen. Und das sieht knackt aus, aber ich wäre ja nicht ein Powerful, wenn ich für diese Lösung nicht ein Problem... Genau, wenn ich für diese Lösung nicht ein Problem hätte, genau. Ja, also merkt euch Kinder, Emperor Fawful hat immer Lösungen für Probleme. Jetzt habe ich sogar richtig gesagt. Ach verdammt, egal. das ist übrigens die Taktik dabei. Ich werde euch jetzt verwirren hier. Hm, klar. Ja, das ist so meine Absicht. Ich werde hier jetzt total Mindfucks für euch produzieren. Ich weiß selber gar nicht, was ich hier rede. Gehirn total abgeschaltet und so. Ja, ja, ja. Das kann ich alles hier. Staunt ihr nicht, wahr? Ich staune auch darüber. Ich back mir Kakao. Wer weiß, woher dieses Zitat kommt. Ja, der hat sich einen kleinen Keks verdient. Virtuellen Keks natürlich. Ich schicke jetzt keine Kekse hier per Post, also. Da wäre ich ja schön wahnsinnig, wenn ich das tun würde. Nein. Oder doch? Na, muss nicht sein. Muss nicht sein. Wir schicken keine Kekse per Post. So. Dann. Perfekt. So. Ja, ich weiß, für einige ist das jetzt bestimmt zu hier so ein bisschen langweilig, so nach dem Motto, der platzierte ja nur diese Blöcke und dergleichen und bla bla bla. Ja Leute, das gehört leider zum Aufbau auch dazu ein bisschen. Ich find's aber auch eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ziemlich entspannt. Also, es hat schon was. Vor allem, man kann auch immer wieder ganz interessante Sachen dabei erstellen und beispielsweise das hier. Und zum Beispiel kann ich die Sache hier auch ein bisschen interessanter gestalten, indem ich hier einfach mal so ein paar Blöcke reinsetze. Steht sich natürlich. Hier die Decke natürlich auch wieder ein bisschen. Ja, genau so mache. Ah, und perfekt. Ja, beim Secret One-Up, da merkt ihr jetzt schon mal, in welche Richtung es gehen wird. Hey, warte mal. Da habe ich jetzt eine nette Idee. Das macht das Ganze zwar ein bisschen offensichtlicher, aber... mache ich es oder mache ich es nicht? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Weil jeder SMW-Hacker müsste das eigentlich kennen, was ich hier jetzt gleich machen werde. Moment. Wo ist es denn? Ich habe hier One Coin, genau. Visible. Yes. So, das müsste eigentlich rein von der Theorie funktionieren, weil... Ja, also wer SMW begabt ist, der wird jetzt wissen, was das hier wird. Ach, dann mache ich hier einfach nur ein paar Unsichtbare noch hin. Genau, dann passt die ganze Sache auch. Dann
können diejenigen, die das Siegfried finden, auch mal so ein bisschen rumtüfteln. Wo könnte der One-Up-Pilz nur sein? Also, dass da oben auf jeden Fall dann was ist, das weiß dann jeder von euch. Insofern, da könnt ihr dann rumexperimentieren, was ihr am besten machen solltet. Ich verrate jetzt nicht, wie ihr dieses kleine Rätsel lösen werdet. Boah, bin ich gemein, nicht wahr? Jo. Und ja, das war natürlich keine Absicht. Ich werde natürlich auch noch so ein paar Stacheln einbauen oder gleich. Ja, wobei, die Castle-Stachel, die sind jetzt nicht so schlimm, sag ich mal. Ich werde ihn noch mit irgendwas anderem vielleicht ersetzen. Keine Ahnung mit was. Muss ich mir noch überlegen. So, und genau, dann bei Backgrounds mache ich hier auch noch was rein. Ha, so ist das. Ach, das ist eine Wand für den Hintergrund. Ah. Doch, das mache ich so. Ja, genau. Doch. Das passt so. Ja, wobei, sieht es nicht doch ein bisschen arg beschissen aus? Ich weiß ja nicht. Ach, ich weiß, wie ich das angehen muss. Moment, Leute, das haben wir gleich auch geschafft. Oh, ja. Und ich merke gerade, die Zeit vergeht wieder mal so schnell. Beenden wir eigentlich wieder an dieser Stelle den Part, würde ich sagen. Ja, ach, das tut mir jetzt furchtbar leid, Leute, dass das mal dann so abrupt endet dann, aber ich meine, was will man machen und wieso will man immer so failen wie ich, wenn ich irgendwelche Levels baue? Tja, auf diese Fragen wird es wohl leider keine Antwort geben. Tut mir leid. Ich enttäusche damit vielleicht einige meiner Fans, aber manche Rätsel sind darum gelöst zu werden, wie zum Beispiel diesen komischen Hokuspokus, den ich hier gerade veranstaltet habe. Ja, also könnt ihr sagen, was ihr davon haltet. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet das Video positiv und schreibt vielleicht noch einen netten Kommentar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dann SMBX oder irgendein anderes Projekt. Insofern, ciao!